Okay, Leute, Marcel erzählt euch erstmal einen kurzen Witz. So, heute gibt's mal. Okay, ja, okay, mach. Und heute gibt's ein kleines Real-Life-Video, Leute. Ich habe hier ein Paket bekommen. Ich bin immer noch bei Marcel zu Besuch, seht ihr. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt erstmal aus. So wie sich das auch gehört, hier ohne Schere oder ohne Messer. Einfach auseinanderreißen, würde ich mal sagen. Es kann natürlich auch etwas länger dauern, weil ihr seht ja, ich bin breit gebaut. Ja, brutal, ich zoome mal auf den Bizeps mal kurz drauf, gezoomt. Das ist ein 44er. So, hier erstmal auseinanderreißen, die Scheiße. So, gut. Oha, da öffnet sich schon was. Was hat er wohl bestellt? Und schreibt mal jetzt in die Kommentare, also, was er sich bestellt hat. Zurückschicken werden wir das eh nicht, deshalb brauchen wir dieses komische Ding. Er wird es nie zurückschicken, er wird heute nämlich Vater. Nee, das ist übrigens mein neues Baby, Leute. Kann man eigentlich schon so sagen, ich habe mich heute heute früh gefühlt, als das Paket gekommen ist. Als du geschlafen hast und ich es abgeholt habe. Genau. Als ich Vater geworden werde. Jetzt wirklich ohne Scheiß, ich habe mich auf das Ding gefreut wie ein kleines Kind. Jogginghose von Andi, das muss natürlich auch sein. Ja, das muss natürlich sein. So, Leute. So, was hat er denn schon da? Was hat er denn? Oh, sein Blick erfreut sich so. Ah, hier mein neues Baby, Leute. Nee, er hat sich einen Scuff geholt. Ah ja, Marcel, das wollte ich dich auch mal fragen. Hast du eigentlich vor, in Zukunft dir auch mal einen Scuff zuzulegen? Nee, ich finde, das ist sowas wie Hacken. Ich würde mir nie einkaufen. Nee, nee. Ich habe auch neulich so einen Clip hochgeladen auf Carrier. Du bist auch rumgesprungen. Wie hast du denn das geschafft? Ich weiß nicht. Ich habe die X-Taste einfach sehr oft betätigt. Ich kann euch mal meinen Controller ganz kurz zeigen. Okay. Das ist ein Standard-Controller hier, ein ganz normaler, das sieht man ja hier auch. Und die Eisstiele hinten drauf, hast du selber drauf? Ja, das war im letzten Sommer, da habe ich Eis gegessen und da sind die Stiele einfach kleben geblieben. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Was mit den ganzen Competitive-Spielern, so Scampi und so, die dürfen auch kein Scuff haben? Die spielen auch ohne Scuff, alle. Okay, ach, die spielen Claw, das können wir auch mal zeigen. Leute, wie so ein Claw-Spieler spielt. Okay. Viele wissen ja nicht, was Claw ist, und zwar, Leute, die nehmen den Controller. Ich bin drauf schon gezoomt. Okay, so quasi. Der Zeigefinger ist auf der X-Taste, also auf der Sprungtaste. Und der Daumen halt ganz normal auf dem rechten Stick. Und man schießt mit dem Mittelfinger, statt mit dem Zeigefinger. Mhm. Und dann kann man sozusagen Leute gleichzeitig aimen und schießen. Davon kriegt man übrigens Krämpfe und Krebs. Ja, dann spielt mal so. Und mit dem Scuff-Controller, Leute, das funktioniert ein wenig einfacher. Wie gesagt, Marcel hat ja keinen, deshalb kann er das nicht so ganz gut erklären. Ich weiß es nicht, wie das geht. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich auch, Alter. Ich habe noch nie einen PS3-Scuff gesehen. So. Wunderschön, die Verpackung. Ja, das ist das Beste. Sieht so aus, als ob da irgendein Ring drin wäre. So edel ist das Ganze. Oh Gott. Ja. Jetzt so. gleich sieht man ihn. Das brauchen wir eh nicht. Das ist natürlich... Nee. Wunderschön, meine Freunde. Nee, da liegt er. Oh, nee, ist hier der hübsch. Der Venom. Sieht schon eigentlich fast aus wie... Ja, Venom heißt es, ne? Venom, ja. So eine Schlangentarnung, glaube ich, ist das. Ja. Quasi die Gaunertarnung hier. So, meine Freunde. So, da hat er ihn. Oh, Mann. Das erste Mal in der Hand. Sein Gesicht muss ich dabei sehen. Oh, die Freude, das gibt's nicht. Also, hier seht ihr es. Hier sind so zwei Eisstiele hinten drauf. Und mit dem, also aus eurer Sicht mit dem rechten. Ja, genau. Springen. Kann man dann springen und dann gleichzeitig eben aimen. Das ist der große Vorteil, Leute, einem Scuff-Controller. Die Sticks müssen sich so gut anfühlen, so neu. Oh ja, die fühlen sich sehr, sehr gut. Okay. Scheiße, Mann. Hier hinten ist dann noch irgendwie so Gamer-Grip oder so. Ich weiß nicht. Ja. Na. Damit man ein bisschen krasser aimen kann. Also, aber die 100er Prezi ist sowieso immer bei mir auch so am Start. Genau. Aber was werden wir mit dem Scuff-Controller heute machen? Wir werden wahrscheinlich viel rausgehen bei dem wunderschönen Wetter. Also wir können es mal zeigen. Es ist strahlender Sonnenschein, also werden wir wahrscheinlich die ganze Zeit draußen sein, den Scuff kaum benutzen. Ja, Leute, wenn man ein besserer Spieler werden will, ein Scuff lohnt sich eigentlich. Auf jeden Fall wird man so, ich würde sagen, 5-10% besser. Also wird Anton bei 105% am Ende sein. Okay, genau. Also Leute, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Und ja, ich würde mal sagen, mein neues Baby ist jetzt da. Ich werde es jetzt gleich mal austesten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.